The Walking Dead, Game of Thrones, Batman, Zurück in die Zukunft. Entwickler Telltale hat bereits aus zahlreichen prominenten Marken interaktive Graphic Novels gestrickt. Pünktlich zum Kinostart von Guardians of the Galaxy Volume 2 am 27. April schicken die Adventure-Experten die etwas anderen Superhelden Star-Lord, Rocket, Drax, Gamora und Groot auf eine Episoden-Odyssee durchs Weltall. Telltale-typisch wird bei der Jagd auf ein mächtiges Artefakt mehr gesprochen und gelacht als geballert und gerätselt. I am Groot. Oh, Groot says thanks. Wait, if you're all here, who the hell is flying my ship? Allein dem durchgedrehten Humor der Kino- und Comic-Vorlage ist es zu verdanken, dass man Entwickler Telltale den x-ten Aufguss seiner immer gleichen, recht interaktionsarmen Adventure-Formel verzeiht. Auch in der ersten Guardians of the Galaxy-Episode in Traurigkeit verwickelt, dominieren Dialoge, eingestreute Reaktionstests und Entscheidungen von Peter Quill alias Star-Lord, die sich direkt oder erst im späteren Verlauf auf den Fortgang der Geschichte auswirken. Aber es sind die Karlauer und Kabeleien, dieser bunt zusammengewürfelten Chaotentruppe, die über die ersten 90 Minuten tragen. Well, this is the slowest elevator in the universe. You cannot possibly know that. Die Geschichte, bei der sich alles um die Schmiede der Ewigkeit dreht, braucht dagegen etwas Zeit, um in Fahrt zu kommen. Immerhin, die Neugier auf Episode 2 ist am Ende groß. Bis dahin hat man sich auch an das Design der Figuren gewöhnt. Klar, Waschbär Rocket und Baumriese Groot kommen ihren Filmvorlagen recht nahe. Da man allerdings nicht auf Mitarbeit und Aussehen der Filmdarsteller Chris Pratt, Zoe Saldana und Dave Bautista zurückgreifen durfte, hat Telltale eine eigene Comic-Interpretation der Helden erschaffen. Denen mangelt es zwar an Mimik, dafür haben die englischen Sprecher ebenso viel Charme wie die Mischung aus lizenzierter Filmmusik und Golden Oldies. Fazit: Kein Überflieger wie die Kinovorlage, kein Trauerspiel wie der Untertitel suggeriert. Marvel's Guardians of the Galaxy, The Telltale Series, ist ein routinierter Ableger eines erprobten Konzepts, das so langsam einer Generalüberholung bedarf. Dem Witz ist geschuldet, wenn man trotzdem lacht.